Zinnfiguren und Vorweihnachtszeit passen irgendwie zusammen, sagten sich Iris Brütgam und Kerstin Reinke vom Stadtmuseum. Sie tauchten in das umfangreiche Depot und förderten die kleinen, bunten Figuren nebst Gießtiegel und Gussformen zutage. In der Reihe Schätze aus dem Depot sind diese Exponate in einer Vitrine zu besichtigen. Dazu Informationen zur Entstehung der Zinnfiguren, ihrer Geschichte und Besonderheiten, die bei der Bemalung zu beachten sind. Schon die Herstellung ist eine aufregende Sache. Der erste Schritt, das ist die Entwurfzeichnung. Um eine Entwurfzeichnung zu machen, ist ein Quellenstudium unerlässlich. Man muss bewandert sein in der Historie. Die Zeichnung wird dann umgesetzt. Es gibt Formsteine aus Schiefer. Dort wird die Zeichnung dann, die Vorlage, wird eingraviert, also es wird eine Gravur gemacht. Und dieser Formstein, der ja aus zwei Platten besteht und zusammengefügt wird, in diesen Formstein wird vorher erwärmtes Zinn hineingegossen. Dann, wenn das Zinn abgekühlt ist, wird der Formstein aufgeklappt, die Zinnfigur wird entnommen. Dann wird das blanke, unbemalte Zinn entgratet, das hat also noch viele kleine Grate, wird entgratet, wird dann anschließend bemalt. Um es bemalen zu können, wird es auf eine Holzleiste gesetzt, wird, bevor es bemalt wird, erstmal grundiert, wie gesagt, dann bemalt. Das ist eine sehr, sehr filigrane Arbeit, ja, und dann ist die Zinnfigur fertig. In der kleinen Ausstellung sind jede Menge lokale Bezüge enthalten. Die Gussformen stammen von dem Schweriner Modellbauer und Sammler Max Münchow. Er schuf Zinnfiguren für eine Wallenstein-Gruppe und mecklenburgische freiwillige Jäger, die sich 1813 in Güstrow sammelten, um gegen Napoleon ins Feld zu ziehen. Außerdem gestaltete er Zinnfiguren nach den Kersting-Gemälden Leser bei Lampenlicht, Die Stickerin und Frau bei Lampenschein nähend. In Güstrow gab es in den 1970er Jahren eine Arbeitsgruppe historische Zinnfiguren. Die Arbeitsgeräte, die die Schüler zum Gießen und Bemalen der Figuren nutzten, sind ebenfalls ausgestellt.